und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen den SC Paderborn. Entstand im Müllerntor 0:2. Die PK ist zweigeteilt. Demzufolge begrüße ich zunächst den Gästetrainer Steffen Baumgart und seinen Pressesprecher Matthias Hack. Und ich würde euch direkt das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Anne. Wir starten gerne nach dem für uns natürlich sehr wertvollen und auch sehr erfreulichen Sieg. Steffen, bitte zunächst deinen Kommentar zum Spiel, bevor wir zu den Fragen kommen. Ja, erstmal freuen wir uns natürlich, war sehr wichtig für uns, einfach mal wieder in die Spur zu kommen. Ich finde, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Fußballspiel insgesamt gesehen. Zwei Mannschaften, die offensiv gespielt haben, die attraktiv gespielt haben, die immer wieder den Weg nach vorne gefunden haben. Ich finde, wir waren von Anfang an sehr, sehr griffig, haben dann auch die ersten Tormöglichkeiten gehabt. Pauli war immer wieder stark über Standardsituationen, gerade auch in der ersten Halbzeit, die konnten wir alle sehr, sehr gut verteidigen. Das ist in letzter Zeit uns nicht immer gut gelungen. Sind dann mit 1-0 in die Pause gegangen, wussten dann, dass es natürlich zweite Halbzeit dann nochmal eng wird oder eng werden kann, schwer wird. Hatten dann die eine oder andere Kontersituation, die wir nicht gut ausgespielt haben und sind natürlich dann glücklich, das 2-0 gemacht zu haben. Sonst wäre es am Ende bestimmt nochmal eng geworden. Ja, wir freuen uns einfach über die 3 Punkte. Ich finde, das haben sich die Jungs jetzt nicht nur heute verdient, sondern auch in den, was sie in den letzten Wochen gemacht haben, wo es nicht geklappt hat. Und deswegen nehmen wir das gerne mit. Und das soll es erstmal gewesen sein. Dankeschön. Ja, Steffen, vielen Dank. Ich habe 2 Fragen aus Paderborn für dich. Du hast vor dem Spiel heute 3 Wechsel in der Startformation vorgenommen. Vielleicht kannst du zu den 3 neuen Spielern, insbesondere zu Frederik Ananou, etwas sagen. Gut, dann fange ich mit Freddy an. Ging so ein bisschen darum, dass wir bei Pauli natürlich gesehen haben, dass sie ein sehr, sehr gutes 1-gegen-1 haben. Und Freddy das in der Woche jetzt auch im Training meines Erachtens besser gemacht hat als Jojo. Gerade diese 1-gegen-1-Situation, sehr, sehr gute Geschwindigkeit gehabt. Ich finde, das ist heute komplett aufgegangen mit ihm auf der Außenbahn. Hat er sehr, sehr gut umgesetzt. Von den Sachen hat er nicht immer Glück gehabt in der Saison. Hat ja in den ein oder anderen Spielen auch das Quäntchen gehabt, was ihm gefehlt hat. Heute hat er es überragend gemacht. Ich glaube, über 90 Minuten ist mir nichts auffällig gewesen, was er da nicht so gut gemacht hat. Sehr, sehr wichtige Zweikämpfe auch gewonnen. Bei Sven, da ist einfach so, dass du mit Sven natürlich eine Mentalität auf den Platz kriegst. Er rubbelt dich oder rammelt zwar ab und zu mal durch die Gegner durch, aber er ist halt da und er tut ihm jedem Gegner weh. Und das war wichtig für uns, dass wir ihn mit wieder auf dem Platz haben. Und Jamilo war ein normaler Wechsel mit Shima. Ich glaube, der war zu erwarten. Und deswegen waren diese 3 Wechsel für uns jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, danke, Steffen. Haben wir noch einen zum Nachschlag. Wir haben jetzt unser Punktekonto auf 34 ausbauen können. Ist der Abstieg jetzt für dich kein Thema mehr? Ja gut, jetzt werden wir jede Woche die Frage kriegen, wenn wir jetzt am Freitag gewinnen, dann wird es noch unwahrscheinlicher, dass wir absteigen. Wenn wir nicht gewinnen, dann kann es wieder eng werden. Also erstens muss man sagen, dass wir mit 34 Punkten sehr, sehr gut dastehen. Das haben wir aber auch mit 31 Punkten gehabt. Und ich habe auch nicht gesagt, dass wir in Schwierigkeiten sind, sondern wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Abstiegskampf kommen. Und Abstiegskampf bedeutet für mich dann dementsprechend, dass du die richtigen Punkte holst und die Schlüsse aus gewissen Ergebnissen ziehst. Und das haben wir getan, weil ich spiele nicht um den Aufstieg, das haben wir nicht geschafft, also habe ich den Abstieg zu verhindern. Und wenn du dann 3, 4 Spiele nicht gewinnst, und man muss ja sagen, dass wir so viele Spiele in dem jetzigen Jahr nicht gewonnen haben, dann musst du schon aufpassen. Und wenn wir heute nicht gewonnen hätten, dann wäre es anders ausgesehen, dann hätten wir uns heute wieder anders hingestellt. Heute haben wir gewonnen, jetzt sieht alles ein bisschen rosiger aus, trotzdem haben wir 34 Punkte. Ich glaube schon, dass da noch 3, 4 Punkte dazu kommen sollten, um weiter ruhiger ins Fahrwasser zu kommen. Aber uns ist schon bewusst, dass wir eine sehr, sehr gute Ausgangssituation haben und die wollen wir auch weiter ausbauen. Ja, Steffen, vielen Dank. Ich gucke nochmal auf den Chat, sehe für dich jetzt hier keine weiteren Fragen mehr. Dann können wir hier Teil 1 der Pressekonferenz abschließen. Wir danken St. Pauli für die Gastfreundschaft und wünschen unseren Gastgebern alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank und euch natürlich eine gute und sichere Heimreise. Dankeschön. Dankeschön. Dann hallo und herzlich willkommen zum 2. Teil der Pressekonferenz. Timo, dein Statement bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an unsere Gäste aus Paderborn, die sicherlich eine schöne Heimfahrt haben werden mit 3 Punkten im Gepäck. Alles in allem kein unverdienter Sieg. Ich glaube, sind deutlich besser ins Spiel reingekommen, haben auch folgerichtig das 1-0 gemacht, wo sie uns über eine sehr, sehr gut ausgespielte Umschaltaktion da einen eingeschenkt haben. Das wussten wir vorher, trotzdem kann man das natürlich nicht zu 100% wegverteidigen. Ich glaube, dass wir uns dann im Laufe der Halbzeit wirklich gut reingekämpft haben in das Spiel, hatten auch unsere 3, 4 Abschlussaktionen, aber so richtig zwingend ist es nicht geworden. Bei allem, dass man, glaube ich, am Ende
die Mehrzahl an Torschüssen hat, waren die zwingenden Aktionen dann auf Paderborner Seite. Und von daher muss man dann am Ende spätestens nach dem 2-0 sagen, dass wir dann auch nicht mehr es geschafft haben, so viel Druck aufzubauen, um das Ding da einfach mal rein zu zwingen. Und die halben Chancen, die wir hatten, die haben die Paderborner entweder gut wegverteidigt oder wir haben sie uns selber kaputt gemacht mit unsauberen Kontakten, schlechten Torabschlüssen. Und ja, gibt solche Spiele. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr, diese Saison alle Spiele gewinnen werden, auch wenn wir es uns vorgenommen haben. Und jetzt heißt es Mund abputzen und dann auf Osnabrück vorbereiten. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir auch direkt zu den Fragen der Journalisten. Fangen wir an mit Alexander Berthold vom Hamburger Abendblatt. Er fragt, musste Luca verletzungsbedingt raus und wie hast du Afis nach seiner Einwechslung gesehen? Ja, Luca hat sich da im Zusammenprall mit dem Paderborner Spieler einen Cut direkt oberhalb der Nase zugezogen. Das konnten wir zwar in der Halbzeit direkt nähen, aber so hundertprozentig fit wirkte er mir nicht. In dem Zusammenhang dann eben mit diesem kampfbetonten Spiel, wo es auch sehr viel in der Luft zur Sache ging, habe ich dann entschieden, dass wir ihn besser draußen lassen. Und Afis, denke ich, hat es nach der Einwechslung sehr, sehr gut gemacht. Genau das, was ihn auszeichnet. Sehr griffig gewesen in den Zweikämpfen. Darüber hinaus auch mit dem Ball viele Sachen gut gemacht, immer wieder die Seite gewechselt. Von daher bestätigt er da seinen Aufwärtstrend. Damit hast du auch direkt die Frage von Frank Sorgatz beantwortet, der eben fragte, warum hattet ihr mit Afis mehr Stabilität im Mittelfeld? Dann kommen wir zur nächsten Frage von Michael Ackermann von der Bild. Er fragt, Timo, du hast im TV eben gesagt, dass der Platz im 5-Meter-Raum nicht so ideal sei. Eine Nachfrage dazu, wie sehr ärgert dich das? Ach nein, ich habe es schon vorm Spiel zu Andreas gesagt. Das ist, glaube ich, in den 15 Jahren, die ich jetzt hier bin, ist das so ziemlich der beste Februar- oder Märzplatz, den wir hier immer hatten am Millerntor, und von daher will ich mich über den Platz überhaupt nicht beschweren, dass im 5-Meter-Raum, wo der Torwart ja permanent sich aufhält, dass da auch mal irgendwo eine Kerbe ist und der Ball mal verspringen kann. Das ist vollkommen normal, ist ein Fußballplatz und kein Golfplatz. Okay, damit hat sich auch direkt die Nachfrage erübrigt, die da lautete, braucht ihr einen neuen Rasen? Nein. Gut. Nein. Sehr schön. Dann fragt Max Weinhold von der Mopo. Es war abzusehen, wie Paderborn spielt. Wieso hattet ihr damit anfangs solche Probleme? Was hat den Ausschlag pro Reginiussen gegeben? Wenn für die Mopo absehbar war, dass Paderborn heute mit einer Raute spielt, dann muss ich mir den Kollegen, glaube ich, mal näher angucken. Also das haben die Paderborner sehr gut gemacht, erste Halbzeit. Wir haben das eigentlich im Repertoire, dass wir darauf reagieren, weil wir in Hannover erst zweite Halbzeit auch schon arge Probleme gegen eine Raute hatten. Trotzdem war das dann gerade auf der Seite von Luca schon nicht so einfach, weil die Paderborner es da sehr gut ausgespielt haben, weil es dann auch nicht Lukas Stammposition ist. Von daher mussten wir da ein bisschen gucken, wie wir das geregelt kriegen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit, wo wir ein bisschen mutiger mit unseren Außenverteidigern waren, haben wir es dann auch deutlich besser gemacht. Alles in allem muss man aber auch dann einfach anerkennen, dass Paderborn heute gerade in den Umschaltsituationen uns immer wieder vor Probleme gestellt hat. Und das ist, glaube ich, auch ihre große Stärke. Und zu 100% verteidigen kann man das nicht. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns gerade in der zweiten Halbzeit genug Chancen erspielt haben und auch wirklich die Mannschaft da sich reingekämpft hat ins Spiel, dass wir irgendwo noch den Fuß in der Tür hatten. Und deswegen ist es schade, dass wir uns da heute nicht belohnen konnten. Der zweite Teil der Frage war, was hat den Ausschlag pro Reginiussen gegeben? Ja, habe ich ja schon bei der PK gesagt, ist ein Bauchgefühl. Tore hat es in den Spielen gegen den HSV und danach in Karlsruhe wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, auch heute haben die beiden hinten drin noch eine Menge gelöscht, wo sie teilweise dann auch Mann gegen die schnellen Stürmer spielen mussten. Von daher ist es für mich als Trainer natürlich eine schöne Situation, einen Zias auf der Bank lassen zu können, weil das ist natürlich eigentlich ein Spieler, der in die Startelf gehört. Dann kommen wir nochmal zu den Gegentreffern. Dahingehend hat Alexander Heger von Rockantenne Hamburg die Frage, sind die beiden Treffer deiner Meinung nach Kandidaten für die Wahl zum Kacktor des Monats? Nee, also ich fand das erste Tor von Paderborn wirklich super umgeschaltet. Ein Top-Pass in die Schnittstelle, extrem schneller Spieler. Klar, mit ein bisschen Glück kann James den Ball noch klären. Beim zweiten Tor ärgert mich ehrlich gesagt mehr, dass wir die Mannorientierung im Zentrum aufgeben. Da können wir den Kopfball auch schon besser verhindern oder zumindest mehr Körperkontakt aufbauen. Und dass Deki den Ball natürlich mit ein bisschen Glück halten kann, das hat er nach dem Spiel auch selber schon gesagt. Aber ja, wir haben heute auch kein Tor geschossen und am Ende muss ich sagen, hatte ich dann auch nicht mehr das Gefühl, dass wir da irgendwie einen rübermurmeln können über die Linie. Von daher nehmen wir das da mal so hin und wie gesagt, müssen es gegen Paderborn eingestehen, dass zweite Mal 2-0 verloren haben. Das gehört dazu im Fußball und gegen Osnabrück wollen wir es besser machen. Gerade angesprochen, wir haben kein Tor geschossen. Dahingehend hat Andreas Hart vom Hamburger Abendblatt die Frage, ein Tor in den letzten drei Spielen, haben die Gegner euer Angriffsspiel durchschaut? Ja, wenn ich die Anzahl unserer Chancen sehe, dann glaube ich, müssen wir die Schuld eher bei uns suchen. Wir hatten auch gegen Karlsruhe 3, 4, 5 Top-Chancen und da werden auch wieder Spiele kommen, wo wir Tore schießen.
Dann nochmal Max Weinhold zu Luca Zander. Er fragt, Luca stand nach längerer Zeit mal wieder in der Startelf. Wie hat er dir bis zur Pause gefallen? Ja, Luca hat sich den Einsatz verdient. Er hat wirklich in den letzten Wochen sehr gut trainiert. Ist ein Spieler, der flexibel einsetzbar ist. Ist Stammposition, glaube ich, eher rechter Außenverteidiger. Kann aber auch innen spielen und hat einfach auch die Qualität, fußballerisch in so einer Rautenposition sich zu bewegen. Heute ist es nicht ganz so gut aufgegangen. Das hat aber eher was mit dem Paderborner Spiel zu tun. Und ich bin mit Luca grundsätzlich sehr zufrieden. Ich glaube, er hat viele Duelle in der Luft gewonnen, hat es immer wieder geschafft, nach vorne umzuschalten. Und ich hoffe mal, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Frage: Hattest du auch das Gefühl, dass Paderborn auf mehreren Positionen Tempovorteile hatte? Fragt Frank Sorgatz. Ja, ist von der Zusammenstellung her eine extrem schnelle Mannschaft. Ich glaube aber gerade in der ersten Halbzeit, dass sie vor allem im Kopf ein bisschen schneller waren. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr ärgert als vielleicht ein Temponachteil. Oliver Jensen von der dpa. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt noch immer beachtliche 9 Punkte. Wirst du in den nächsten Wochen dennoch den Blick in der Tabelle weiter nach unten richten? Ja, hat sich jetzt grundsätzlich überhaupt nicht verändert. Haben wir auch immer betont, dass unser Ziel ist, den Punkteabstand nach unten so groß wie möglich zu halten. Heute ist es uns leider nicht gelungen, da vielleicht noch ein paar Punkte mehr Distanz draufzupacken, aber haben noch genug Spiele Zeit, um die Punkte zu holen, die wir noch brauchen, um auch klar in der Klasse zu bleiben. Und ich glaube nicht, dass uns jetzt das Spiel aus der Bahn werfen wird. Im Gegenteil, wir werden die richtigen Schlüsse draus ziehen und werden dann gegen Osnabrück wieder von vorne starten. Und wir haben wieder das Ziel, 3 Punkte zu holen. Und dann nochmal Frank Sorgatz. Abgesehen von Afis, hättest du dir von den anderen Einwechslungen mehr Belebung erhofft? Ja, also Dashi hat auch 2, 3 gute Abschlussaktionen, wo er drin ist, wo er mit ein bisschen Glück vielleicht auch mal einen Ball aufs Tor oder ins Tor kriegt. Ich glaube, dass die Jungs sich heute alle reingeballert haben, auch Dittes auf der linken Seite, hat immer wieder versucht anzukurbeln, ist in seine Laufduelle gegangen und dass dann nicht alles gelingt, gerade in so einer Situation, wo du zurückliegst, wo du unbedingt musst, das ist selbstverständlich, das ist ganz normal und ich finde nicht, dass die Einwechselspieler enttäuscht haben, aber grundsätzlich haben wir kein Tor geschossen, von daher haben wir kaum Argumente. Was genau muss Sonntag gegen Osnabrück besser laufen, fragt Oliver Jensen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt erstmal noch beim Paderborn-Spiel und bei der Enttäuschung, dass wir nichts mitgenommen haben. Es gibt eine Menge Sachen, die wir besser machen können, das wissen wir auch, aber ich habe auch ein paar Sachen gesehen, die ganz gut waren. Also das Spiel war, glaube ich, ein rassiges Zweitligaspiel, wo es hin und her ging. Und von daher ist das der Stil, bei dem wir auch bleiben werden und den wir auch gegen Osnabrück aufs Tablett bringen wollen und werden sicherlich die eine oder anderen Sachen vielleicht nachjustieren können. Und den Plan für Osnabrück, den entwickeln wir in der Woche. Dann einmal in die Runde gefragt, habt ihr weitere Fragen, dann gerne ein Handzeichen oder kurz in den Chat schreiben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank und noch einen angenehmen Abend. Tschüss.